Servus, hallo und willkommen zurück zur Sitcom in der Anstalt. Wir sind im 10. Part angelangt und wurden im letzten Part geschnappt. Poki, was sagst denn du dazu? Drogelbecher! Ja, ich hatte natürlich sehr viel Spaß, den Charakter Drogelbecher zu schreiben. Und es war auch sehr zeiteffizient. Ich hatte auch sehr viel Spaß, das zusammen mit Mike aufzunehmen im Studio. Aber das halt tatsächlich einer der Lieblingscharaktere von den Spielern in Edna bricht aus wird, das hat mich dann doch sehr überrascht. Und von Zeit zu Zeit gucke ich mal bei Google nach und gebe den Begriff Drogelbecher ein und freue mich dann immer zu sehen, dass der Begriff halt überall von Leuten als Nickname in irgendwelchen Foren benutzt wird und manchmal in irgendwelchen Forenposts halt einfach mal so zwischendurch, also auch wenn es ganz weit ab oder überhaupt gar nicht zum Thema Adventures oder Edna bricht auskommt, halt irgendwie einfach mal so ein Drogelbecher Ausrufezeichen dazwischen gesetzt wird. Was das Wort tatsächlich bedeutet, weiß nur ich. Und ich nehme dieses Geheimnis mit ins Grab. In diesem Sinne, Drogelbecher. Schade. Reden wir doch mal mit Drogelbecher. Hallo. Drogelbecher. Ist das dein Name? Drogelbecher. Darf ich da nicht rein? Drogelbecher. Aber ich brauche eine Audienz beim König. Drogelbecher. Schade. Was für ein Kerl. Wenn ich ihn doch nur irgendwie beeindrucken könnte. Wir brauchen einen Drogelbecher. Oh, können wir ihn blenden? Benutze die Lampe. Kaputt. Aber warum ist es dann so hell hier? Das muss an der Grafikkarte liegen. Okay, warum ist das Ding kaputt? Fehlt da vielleicht eine Glühlampe? Also eine Birne, besser gesagt. So, wir haben hier ein Sofa. Können wir das Sofa benutzen? Ich kann später noch ausruhen. Okay. Reden wir mal mit dem Kollegen hier, Alu-Mann. Hallo. Hallo, junges Fräulein. Warte, bleib da stehen. Kein Zweifel, du bist anders als die anderen. Deine Aura ist hochenergetisch. Wer bist du? Wo kommst du her? Ich bin Edna. Wo ich herkomme, spielt keine Rolle. Ich will noch fort von hier. Ich bin Edna, ich komme aus einem Turmverlies. Ich bin Brachna, ich komme aus dem dritten Zinnober der Uhul. Ich bin Dr. Marcel, ich komme aus meinem Büro. Howdy, ich bin deine Cousine Betty, ich komme aus Australien. Ich bin ein freier Geist, ich komme aus dem kosmischen Kiefluss. Ich bin schon weg, ich komme offensichtlich ungelegen. Ja, eigentlich ist alles mega cool, aber wir versuchen es einfach mal mit dem, von dem ich denke, dass es am wenigsten Erfolg haben wird. Ich bin Dr. Marcel. Ich komme aus meinem Büro. Mach dich nicht lächerlich. Deine Aura ist grün und saftig wie die Auenland-Sequenz in Herr der Ringe. Dr. Marcells Aura hingegen ist mehr wie einer dieser vertrockneten Büsche, wie sie im Western durchs Bild geweht werden, wenn gezeigt werden soll, dass die Stadt verlassen ist. Netter Vergleich. Na also, warum lügst du mich an? Wer bist du wirklich? Wirklich? Na, dankeschön. Ich bin Edna. Ich komme aus einem Turmverlies. Du warst lange Zeit eingesperrt, fürwahr. Dein Kismet ist wie ein durstiger Schwamm, der sich nun mit Freiheit vollsaugen will. Aber du bist noch nicht am Ziel. Halte durch, Edna. Die Tage deiner Frohen sind gezählt. Wow. Beeindruckende Rede, Alter. Was führt dich zu mir, Kind? Was ist denn ein Kismet, sag mal? Wer bist du? Was genau machst du da? Warum bist du so angezogen? Ja, weil es ein Held ist, ist doch klar. Wer wohnt in der Kissenburg? Kennst du einen Weg hier raus? Und das sagt dir alles dein Kleiderbügel? Kann ich den Kleiderbügel haben? Brauchen wir den? Wäre eigentlich richtig cool. Ja, reden wir mal. Von Angesicht zu Angesicht mit Alu-Man. Wer bist du? Mein Name spielt schon lange keine Rolle mehr. In dem Augenblick, da mir kosmische Weisheit zuteil wurde, entschied ich, alle Banden zu meiner alten Existenz zu kappen. Ich bin jetzt der Alu-Man. Ihr Irren redet euch gerne nur mit eurer Funktion an, stimmt's? Das ist einfacher zu merken.
Was genau machst du da? Ich kontrolliere den Skifluss auf Löcher. Warum tust du das? Irgendwer muss es doch tun. Man kann ja nicht einfach mit löchrigem Skifluss herumlaufen. Am Ende steht noch das ganze Ying und der Yang und dann haben wir das Feng Shui. Warum bist du so angezogen? Das Aluminium erhöht meine astrale Leitfähigkeit. So bin ich ständig mit dem Äther verbunden. Und das A auf der Brust? Das ist kein A. Das ist eine Erdrune. Die verbindet mich mit Gaia, der Mutter Erde. Und die Taucherbrille? Die schützt vor Chlor. Was denn sonst? Ja, was denn sonst? Wer wohnt in der Kissenburg? Du meinst König Adrian. Ein interessanter Fall. Er wurde vom Blitz getroffen und hat seither einige Fähigkeiten entwickelt. Tatsächlich unterstützt dieser Vorfall einige meiner Theorien. Was sind das für Theorien? Was sind das für Fähigkeiten? Warum nennt ihr ihn König? Puh, das sind ganz schön viel. Was sind das für Theorien? Ich habe einige Theorien zu König Adrians Fall aufgestellt. Der Blitz traf ihn und plötzlich hatte er hellseherische Fähigkeiten. Ich weiß noch nicht genau, wie ich meine Theorien nennen soll. Zur Auswahl stehen psychokinetische Leitfähigkeit durch Stromeinwirkung. Finde ich gut. Elektrostatische Psi-Erweiterung. Starkstromgenerierte Präkognition. Oder das Glück ist nicht immer mit den Dummen. Ich fand das erste am besten. Was sind das für Fähigkeiten? Er sieht Dinge, bevor sie geschehen. Wow. Kein Wunder, dass er euer König ist. Das muss ihm unendliche Macht verleihen. Und ob. Auf diese Weise gewinnt er jedes Mal beim Halmer. Ja. Aber darüber hinaus. Auch beim Scrabble. Aber die Möglichkeiten. Du sagst es. Das ganze Regal ist voll mit Gesellschaftsspielen. Und Adrian gewinnt sie alle. Er hat sogar den Puzzle-Wettbewerb gewonnen. Der Gewinn war eine Medaille aus echtem Gold. Oha. Vielleicht können wir ihm die irgendwie abluchsen. Warum nennt ihr ihn König? Nun, das war der Einsatz bei einer Partie Fang den Hut. Wir waren so naiv, dass wir dachten, wir könnten ihn schlagen. Der Bienenmann hatte eine Strategie entwickelt, der Kontrolleur ein unfehlbares System ausgearbeitet. Professor Nock hatte uns mit aufputschenden Psychopharmaka versorgt. Ein Jahr hatte er sich die Tabletten vom Mund abgespart. Petra hatte sogar eine Choreografie geschrieben. Aber es war alles umsonst. Naja, es hätte uns schlimmer treffen können. Man denke nur, Petra hätte gewonnen. Jeden Morgen Sit-Ups und Liegestütze, oh nein. Sprechen wir über was anderes. Okay, das mit König Adrian haben wir ja schon mal erledigt. Kennst du einen Weg hier raus? Draußen und drinnen sind nur zwei Aspekte desselben Sachverhaltes, wie die beiden Seiten einer Münze. Sei weder drinnen noch draußen, Edna. Sei einfach. Das ist unglaublich deeper Shit. Ich meine, dann wäre das Spiel zwar vorbei, aber das ist deeper Shit. Und das sagt dir alles dein Kleiderbügel? Aber nicht doch. Er dient mir nur als Antenne für die kosmischen Schwingungen. Außerdem habe ich ihn gerne zur Sicherheit dabei. Ein Alu-Umhang zerknittert sehr schnell, weißt du? Kann ich den Kleiderbügel haben? Eigentlich widerstrebt mir ja das Konzept weltlichen Besitzes. Den Kleiderbügel brauche ich aber leider dringend. Zum einen, weil er meine Antenne in den Äther ist. Zum anderen habe ich ihn gerne zur Sicherheit dabei. Ein Alu-Umhang zerknittert sehr schnell, weißt du? Ich muss langsam mal weiter. Pass auf dein Karma auf. Schade, cooler Dude. Aber wie bringen wir ihn dazu, dass er uns hilft?
So, was haben wir hier noch? Ein Regal, ein Telefon. Was gibt es im Regal? Fang den Frosch. Können wir da was mitnehmen? Bestimmt nicht. Es ist okay, wenn man mich für irre hält. Aber diese Spiele sind für Volltrottel. Geh zum Telefon. Nee, Telefon klingt irgendwie langweilig erstmal. Wen sollen wir schon großartig anrufen? Da ist ein Schlüssel. Ein Plakat. Hier steht: Löffelknappheit. Bringt eure Löffel zurück in die Kantine. Oh, wer bist denn du? Dieses Plakat klärt einen über die korrekte Nutzung des Wäscheliftes auf. Es verschweigt die praktische Anwendung als Nahverkehrsmittel. Okay, wer seid ihr? Das ist ein Kontrolleur. Reden wir doch einfach mal mit dem. Guten Tag. Die Fahrscheine, bitte. Fahrschein? Ich sehe gar keinen Zug. Das liegt daran, dass es keinen Zug gibt. Wofür brauche ich dann den Fahrschein? Es ergibt keinen Sinn. Ganz langsam. Der Fahrschein ist natürlich für das Wäscheliftsystem. Der Wäschelift fährt einmal quer durch das ganze Haus. Er macht halt im Keller, im zweiten Stock und hier im ersten. Ich möchte bitte eine Karte lösen. Haha, guter Witz. Die Fahrscheine sind begehrte Objekte in diesem Haus. Es gibt nur eine Handvoll. Und du bist noch lange nicht dran. Uff, okay. Ja, das würde ich auch gern wissen. Wie bekomme ich denn dann einen Fahrschein? Das ist doch vollkommen unlogisch. Das System ist wasserdicht. Ich habe es mir selbst ausgedacht und es ist wasserdicht. Dann muss es doch eine Möglichkeit geben, eine Karte zu bekommen. Gibt es auch. Alles ist berücksichtigt. Jeder kommt dran, wenn er an der Reihe ist. Aber hier gibt es keine Reihe. Dann gehst du sie wohl besser gleich suchen, oder? Anstatt hier rumzustehen und die Reihe zu blockieren. Oh, okay. Wer ist denn als nächstes dran? Als nächstes ist die Nummer 2 dran. Und wer ist die Nummer 2? Das fragst du sie am besten selber. Ich gebe keine Informationen über Passagierepreis. Okay. Wer hat denn alles eine Karte? Es sind viele Karten im Umlauf. Einer hat Herr Mantel. Er hat eine Dauerkarte und ist unser treuester Kunde. Das heißt, er wohnt im Wäschelift. Eine weitere Karte hat Professor Nock. Er besucht damit regelmäßig seine peruanischen Bernsteinminen. Und damit sind die peruanischen Bernsteinminen im Erdgeschoss gemeint. Die dritte Karte hat der Alumann. Allerdings spiele ich mit dem Gedanken, sie aus dem Verkehr zu ziehen. Er benutzt die Karte nicht vorschriftsmäßig. Ja, und wer hat noch alles eine Karte? Du sagtest, es sind viele Karten im Umlauf. Wieso? Das waren doch schon viele. Wieder der Alumann, der uns helfen muss. Was hat der nervöse Mann dort in der Ecke für ein Problem? Beachte ihn gar nicht. Ich schreie ihn schon die ganze Zeit an, dass er nicht so nervös sein soll. Aber denkst du, er hört auf mich? Ah! Ja, das glaube ich auch. Vielleicht wäre der Mann weniger nervös, wenn du ihn nicht anschreien würdest. Was? Du meinst, er benimmt sich meinetwegen so bekloppt? Das ist doch... Hey du! Benimm dich gefälligst, als wäre ich nicht da! Sonst komme ich gleich rüber! Und dann hagelt's Arschgranaten! Ah! Sehr sympathischer Kerl. Aber wir waren noch nicht fertig, Guten oder? Guten Tag. Die Fahrscheine, bitte. Weißt du, wie ich hier rauskomme? Der Ausgang befindet sich an der Stirnseite des Fahrkartenentwertungsbereichs. Nein, ich meine ganz raus. Ja, ich hab dich verstanden. Benutz die Tür da hinten. Die Tür an der Stirnseite des Fahrkartenentwertungsbereichs. Ich meine aber noch weiter raus. Aber wenn du durch die Tür dort gehst, bist du ganz draußen. Was hinter der Tür ist, gehört nicht mehr zum Wäscheliftsystem. Richtig. Aber wenn ich noch weiter raus will... Ah, ich verstehe. Du meinst die Kantine, richtig? Ich geb's auf. Naja, für den gibt's eben nur seine Welt. Jetzt mal ungelogen, ich kenne so Leute in einer großen Firma, die... Oh, da erzähle ich euch eine Story. Passt mal auf, Kinder, das ist jetzt ehrlich nicht gelogen. Der gute Mann hat seine 8 Stunden gearbeitet und ist dann nach Hause gegangen und hat alle 15 Minuten angerufen, ob alles in Ordnung ist. Ja, war irgendwie so eine Lackieranlage.
Der konnte zu Hause nicht abschalten. Und natürlich waren die Leute mega genervt. Irgendwann haben sie auch einfach aufgelegt. Weil, ja, es hat alles tadellos funktioniert. Ständig. Da gab es kaum Fehler. Da war wahrscheinlich einmal in seinem Leben, in den 20 Jahren oder 30 Jahren, in denen er da war, ist da wohl was vorgefallen. Und das hat ihn wohl traumatisiert. Weiß kein Mensch. Fakt ist, irgendwann hat er das geschnallt, dass die Leute nicht mit ihm reden wollen. Was macht der gute Mann also? Geht nach den 8 Stunden raus und kommt sofort wieder. Also er geht hinten raus und geht vorne wieder rein. Nach den 8 Stunden. Das haben erstmal die Leute anfangs nicht so gecheckt. Ja, ich weiß nicht, ob er da weitergearbeitet hat oder ob er sich irgendwo in der Ecke versteckt hat. Aber Fakt ist, irgendwann hat es mächtig Ärger gegeben. Also Freunde, nach dem Arbeiten nach Hause gehen. Bleibt nicht in der Firma, auch wenn es geil ist. Okay? Ich würde gern wissen, was es mit diesem Typ auf sich hat. Ob wir ihm vielleicht nicht irgendwie helfen können und ob Aluman uns vielleicht nicht seine Karte überlässt. Und zu guter Letzt würde ich auch gern wissen, was Poki dazu zu sagen hat. Ob Aluman uns tatsächlich seine Karte überlässt, das erfahrt ihr im nächsten Part. Bis dann!